bin Sabine de Maat, Geschäftsführerin und Produzentin bei Gaumont Deutschland. Ich bin Geschäftsführerin, das heißt Projekte verkaufen, das Team zusammenstellen und auch gucken, dass die Finanzen in Ordnung bleiben. Und im Grunde genommen bin ich aber Produzentin. Dadurch, dass meine Familie Kinos besaß, hatte ich schon sehr früh die Chance, früh ins Kino zu gehen und habe dann das wirklich so von der Pike auf gelernt bei verschiedenen Produktionsfirmen. Und jetzt bin ich wieder im Familienunternehmen und produziert habe ich sowohl Dokumentationen als auch Werbung, Serien, Filme fürs Fernsehen, aber auch fürs Kino und das Ganze national und international. Also irgendwie habe ich das Gefühl, habe schon vieles gesehen. Das passt für mich persönlich sehr gut, jetzt bei dem ältesten Filmstudio der Welt zu sein, nämlich Gaumont. Also erstmal die Liebe zum Geschichten erzählen. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber auch die Liebe zu einem Team und Teambuilding und auch so die Ruhe im Sturm zu bewahren, aber auch Toleranz und eine hohe Frustrationstoleranz auch und eine gewisse Gelassenheit. Besonders stolz, vielleicht ist man immer auf das Letzte besonders stolz, aber ich bin sehr stolz auf Deutsches Haus, was jetzt erst rauskommt und aber auch auf Barbaren, das war seinerzeit die größte Netflix-Produktion hier in Deutschland. Aber ich bin genauso stolz auf Filme wie zum Beispiel 9 Tage wach oder auch Nichts, was uns passiert. Ich finde, wir haben da ein super Portfolio. Von den neueren Sachen mag ich total gern Lupin, weil das großes Entertainment ist. Aber in seiner Zeit, auch damals Narcos, war wirklich was ganz Neues. Und die alten Klassiker wie Fahrstuhl zum Schafott oder La Boom, Leon der Profi, Im Rausch der Tiefe, Ziemlich beste Freunde, super. Also das fällt mir sehr schwer, da eins auszuwählen. Als Christoph mich gefragt hat, 2018, ob ich Gaumont Deutschland aufbauen wollte, habe ich sofort das Gefühl gehabt, so nach Hause zu kommen. Wieder in ein Familienunternehmen, was ich so geliebt habe, so ein Zuhause den Mitarbeitern zu geben, aber auch für mich selbst. Und ich bin sehr dankbar, vor allen Dingen Sidonie und Christoph, dass sie mir so ein Vertrauen schenken. Gaumont ist ein kreatives Familienunternehmen mit Herz.